Hilfe! Alter, ist das gemein! Okay, oberste Priorität, erstmal den Kleinen aus dem Weg räumen. Dann sich um den mit dem Schild kümmern. Und dann den mit dem roten Schild. Wobei, dass man mit dem roten Schild auch verbinden kann, weil man braucht für beide Gegner den, okay, der ist hinüber. Guti, Guti, Aguti und so. Jo, so wollte ich das haben. Na komm schon. Und jetzt. Was wäre es auch mit dir? Und dich machen wir mit der altbewährten Methode, mit der Knarre, würde ich sagen. Was war das denn jetzt? Ich weiß, das macht zwar kaum Schaden, aber... So bin ich auf der sicheren Seite, dass ich es hinkriege, Freunde. Hilfe! Komm schon, verlier endlich deinen Dingsbums. Dein Dings da. Dein Ding ins Kirchen. Nein! Aha! Das muss es doch langsamer gewesen sein, oder? Bitte! Na also, geht doch! Puh, Kollege! So! Du bist auch hinüber, jetzt kann ich mir noch eine neue Fähigkeit holen. Beim Altar. Altar. Hervorragend. Na, Altar, was geht? Haha. So, Gleitkältestarre lassen wir weg. Feuer, ne, Gleitbrand lassen wir auch weg. Flammeninferno. Durch Entzünden der Feinde gehen weitere Feinde um eine Flamme auf. Aha. Elementare Betäubung. Durch Entzünden eines erstarrten Feindes oder Erstarrung eines brennenden Feindes kann man diesen für kurze Zeit betäuben. Gleitgenesung. Luftattacken Reichweite. Verbessert die Reichweite der Waffen, solange man auf einen fliegenden Feind... Aha. Kopfschussrage. Kopfschüsse mit Gewehr verleihen zusätzlich. Ich glaube, ich mache das mit der elementaren Betäubung. Jetzt kann ich nochmal. Oh Gott. Viel ist es ja nicht mehr, ne? Wenn ich jetzt auch wüsste, wie ich die Gleitattacke mache, dann würde ich sie auch ab und zu mal machen. Das ist jetzt eher nicht so Bombe, würde ich sagen. Die Gleitattacke ist halt wirklich sinnvoll. Die, mit der kann man ausweichen und ich würde damit auch noch Schaden machen. Komm, ich mach das mal. Danke, Alter. Und da drüben ist jetzt eine Plattform. Gut, jetzt gucke ich mal eben schnell nach. Unter der Steuerung, wie ich die Gleitattacke mache. Gleiten, Umschalttaste. Okay. Was war die Umschalttaste nochmal? Ah ja. Alter, wie umständlich. Dann mache ich einen dann den Caps Lock an. Bah. Mayumi, warte. Was ist denn? Wir sind sehr nah am Tempel. Ich spüre etwas. Kann es aber nicht erklären. Es ist eine Art Vision. Ein Déjà-vu. Wir müssen gehen. Wow, Déjà-vu. Ach, der Fettsack. Die ganze Chaos-Elite scheint versammelt zu sein. Nein. Alter, was war das denn jetzt? Ach, der Fettsack. Ja, lass mich mal. Die ganze Chaos-Elite scheint versammelt zu sein. Ah, stimmt, hier. Ah, blablabla.
Alter, uncool. Freunde, uncool, 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 uncool. Wo? Ach, hier. Halt, nein! Was mache ich da? Ach, der Fettsack. Die ganze Chaos in der Mitte scheint versammelt zu sein. Da gehe ich jetzt mal kurz hin. Ach, guck mal, hier ist sogar die Truhe. Upsi. Was haben wir hier drin? Schwerter der Golem-Epoche. Erhöht durch Flammenschwerter verursachte Schäden. Chaos-Schwerter des Generals habe ich momentan erhöht durch Frostbewirken weniger Schäden. Blablabla. Bla bla. Komm, was ich jetzt erstmal brauche, ist mein Maschinengewehr. Ich muss als allererstes die Eisenvögel aus dem Weg räumen, weil deren Bomben, die sind böse. Also ihr könnt jetzt mal spawnen, wenn ihr wollt. Natürlich spawnen die Penner erst, wenn ich... Och, Mann. Oh, ich kann da rein. Nein, kann ich doch nicht. Hilfe, 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 Hilfe. Geh weg. Das ging gerade echt nicht anders. So. Alter! Nein! Zim, zim! Stirb, Kollege! Danke! Okay. Also da hinten, der kloppt sich gerade schön mit dem Fettsack und ich frage mich jetzt gerade, wie zum Teufel komme ich jetzt darüber? Verdammt! Nein! Okay, auf ein neues, ja. Ach, der Fettsack. Die ganze Chaos-Elite scheint versammelt zu sein. Das ist echt uncool. Vielleicht sollte ich doch besser das andere Gewehr machen. Das ist einfach treffsicherer. So, okay. Ups. Och, Alter. So, der ist wenigstens tot. Das hat mich getroffen, verdammt. Voll zwischen die Beine, Alter. Alter, hallo? Jetzt stirb halt. Das ist so uncool, Alter. Oh, danke. Lass mich da rein. Was zum... Ich bin besser vorsichtig. Alter. Uncool, Mann, uncool. Komm schon. Das waren alle. Puh. Alter Schwede. Moppelchen ist da hinten irgendwo, ne? Ja. Was mache ich jetzt?
Ja, geil. Warum kann ich die... Verdammt. Ah, egal. Das speichert wenigstens hier. Das kann ich wenigstens ein bisschen hier so... Aber guck mal, ich kann ihn angreifen hier. Aber sein Lebensbalken oben ist weg. Ah, da kann ich jetzt hin. Okay. Scheiße, falsche Taste. Mann, ich vergesse andauernd, dass ich auf... Oh, er hat's kaputt gemacht. Böser Bube. Nein! Ah! Ich hab die Wand eben gar nicht gesehen. Das war voll unfair gerade. Ja, aber jetzt erkenne ich's. Das ist hier ganz schön deutlich. Und egal. Alter. Alter, das ist so unlogisch. Warum kann ich jetzt urplötzlich die Korallen aktivieren mit einem Schalter? Das sind organische Lebewesen. Lebenswesen. Was haben wir hier? Eine Seite. Ich brauche unbedingt Hilfe. Ich glaube, es waren die Ätherwächter. Sie haben mich in diese Zelle gesperrt. Ich hatte nie daran geglaubt, dass es sie wirklich gibt. Aber dann sind sie einfach aus dem Nichts aufgetaucht, als ich wie sonst auch immer an der Brücke patrouillierte. Mich haben sie verschleppt, weil ich meine Waffe fallen gelassen habe. Die anderen sind alle tot. Ich wollte noch nicht sterben. Ich bin's, Mickey Vierauge. Bitte, lasst mich nicht bei ihnen zurück. Wer zum Henker ist, bitteschön Mickey Vierauge?